Hallo liebe Freunde, bevor das eigentliche Video losgeht, schaut euch unbedingt den neuesten Beat von Sleep and Relax Music an. Fühle das unendliche Sein. Lasst es zu, lasst es durch euch hindurchfließen und fühlt und spürt dabei, während ihr es euch anschaut und während ihr das in euch spürt, fühlt, wie ihr immer mehr und mehr in euch selbst ankommt. Fühlt, wie all die Selbstzweifel und all die Ängste nach und nach in euch immer weniger werden und wie ihr euch immer mehr selbstbewusster fühlt. Schaut es euch einfach an und genießt die wunderbare Wirkung dieser Beats. So, und weiter geht's mit dem Intro und mit dem Hauptvideo. So, meine Freunde, ganz wichtig an dieser Stelle, bevor wir uns an NFTs ranmachen, bevor wir uns das anschauen, wie das geht, ganz wichtig, wir brauchen als allererstes MetaMask. Dazu gehen wir einmal auf metamask.io.download und dann install MetaMask for Chrome. Alternativ könnt ihr auch MetaMask für Firefox, Brave und Edge installieren. Und wenn ihr keine andere, wenn ihr lieber es per Smartphone machen wollt, wenn ihr MetaMask lieber per Smartphone nutzen wollt, gibt es MetaMask auch für iOS und Android. Ich benutze es aber persönlich lieber am PC bzw. am Webbrowser. Dann können wir einmal auf Install MetaMask for Chrome gehen. Dann werden wir weitergeleitet ins sogenannte Chrome Web Store. Dann haben wir die Möglichkeit, MetaMask als Erweiterung hinzuzufügen. Das sieht dann so aus. Hier haben wir dann MetaMask. Und dann können wir uns einloggen und auf Entsperren gehen. Und auch ganz wichtig, wenn wir das Passwort nicht mehr wissen, beziehungsweise wenn wir ein altes Account importieren wollen, dann geben wir ein mit einer geheimen Wiederherstellungsphrase importieren. So, jetzt geben wir einmal schnell unser Passwort ein. Und entsperren. Genau, also so sieht das Ganze dann aus. Also wenn ihr noch keinen Account habt, beziehungsweise wenn ihr noch keine Wallet habt, dann habt ihr direkt die Möglichkeit, eine Wallet zu erstellen. Die Möglichkeit wird euch dann auch direkt angezeigt. In dem Fall habe ich schon einen Account. Wenn ihr wollt, kann ich gerne für euch noch einen Tutorial machen, extra einen MetaMask-Tutorial. Wenn ja, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare oder schreibt einfach in die Kommentare MetaMask-Tutorial bitte oder MetaMask-Tutorial please. Dann werde ich definitiv auch ein extra MetaMask-Tutorial für euch dann anfertigen. So, genau, das wollte ich nochmal vermerken. Und ansonsten, also wenn wir einen Account erstellt haben, dann sehen wir dann auch die Accounts. Also wir können auch jederzeit dann mehrere Accounts erstellen. Das ist auch gar kein Problem. Und wichtig ist sozusagen unser Key. Das zeige ich euch auch nochmal, auch dann gleich. Account Details. Genau, und hier sehen wir unseren Key sozusagen als, genau, einmal als Code, den man kopieren kann. Was wir später brauchen werden, ist hier unser QR-Code, der ist wichtig. Und das ist unser öffentlicher Key, den werden wir auch dann nutzen für unser NFT. So, da wir das jetzt geklärt haben, wichtig ist natürlich auch, dass wir einen entsprechenden Markt haben, uns da angemeldet sind. Ich empfehle Rarible, gerade für den Anfang. Denn warum, das zeige ich euch jetzt gleich. Also, denn nachdem wir einmal MetaMask installiert haben, beziehungsweise nachdem wir uns angemeldet haben, dann können wir einmal auf Sign-In gehen und direkt Sign-In mit, also anmelden mit MetaMask. Dann müssen wir nichts weiter machen und dann sind wir automatisch direkt mit MetaMask angemeldet. So, natürlich alternative Märkte. Das zeige ich euch auch gleich, was es sonst noch gibt. OpenSea ist auch natürlich sehr erwähnenswert. Also da gibt es dann auch wirklich sehr viele Werke, NFTs. Das können wir uns dann auch nochmal anschauen, detailliert. Also OpenSea ist sogar eines der größten Märkte. Aber ich finde, Rarible
hat einen gewissen Vorteil, den OpenSea nicht hat. Aber wir werden uns das nochmal genauer anschauen, jetzt im heutigen Video, beziehungsweise jetzt konzentrieren wir uns erstmal, wie wir überhaupt NFTs erstellen. Also ganz wichtig, an dieser Stelle ist ganz wichtig, also NFTs sollten maximal 500 Megapixel groß sein, also dazu können wir einmal, also was ich dazu empfehle, ist definitiv Canva, also canva.com, das ist definitiv sehr empfehlenswert zum Designen. Und genau, das habe ich schon mal designt. Ich zeige euch jetzt, wie ihr euch einen eigenen NFT designen könnt. Als allererstes brauchen wir eine gewisse Grundlage. So, also ganz wichtig, was wir dazu machen können. Ich habe zum Beispiel für meinen allerersten NFT, so, ich muss es jetzt kurz raussuchen, ob ich es noch habe. Aber ich habe es garantiert. Genau hier. Hier ist es. Also für mein allererstes NFT habe ich dieses Bild hier als Vorlage genommen, den ich selbst gezeichnet habe mit Aquarellfarben. Aber alternativ, wenn ihr jetzt keine Zeichenvorlage habt, könnt ihr auch einfach, könnt ihr euch eine Vorlage nehmen, und zwar aus nicht lizenzierten Werken, zum Beispiel Pixabay ist zum Beispiel immer eine gute Möglichkeit, oder Pexels.com. Genau, und da könnt ihr euch zum Beispiel einfach eine Vorlage raussuchen, die euch selbst zusagt. Also alternativ bei Pixabay auch eine Möglichkeit, aber wichtig ist an dieser Stelle, also es sollte natürlich kein beliebiges Bild sein, sondern es sollte schon etwas Extravagantes, schon etwas Außergewöhnliches sein, womit sich schon auch gut arbeiten lässt. Sagen wir zum Beispiel Metallic Background. Genau, zum Beispiel hier, das wäre eine gute Möglichkeit, womit man gut arbeiten könnte mit diesem Hintergrund. Natürlich, manchmal muss man etwas herumsuchen, aber zum Beispiel hier dieses Bild wäre zum Beispiel auch eine potenzielle Möglichkeit zum Nutzen. Also auch ganz wichtig, also schaut auch nochmal ganz genau hin. Hier steht zum Beispiel kostenlose Nutzung, CC0, also das können wir zum Beispiel ganz frei für uns nutzen. Dann können wir das zum Beispiel auch downloaden und wir brauchen das möglichst klein, weil NFTs dürfen und sollen ja nicht so groß sein. Genau, und dann könnt ihr zum Beispiel alternativ, wenn ihr zum Beispiel kein Bild habt, könnt ihr zum Beispiel einfach dieses Bild nehmen, dazu Medien hochladen. Downloads. So, dann laden wir das jetzt kurz hier hoch. Natürlich braucht es jetzt einen kurzen Moment. So, jetzt ist es hochgeladen und jetzt können wir das hier so ranziehen und können das sozusagen als Grundlage auch als NFT nutzen. Genau, aber für unser jetziges Video werde ich jetzt konkret mit diesem Gemälde hier werde ich arbeiten. Also ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, mit dieser Vorlage, die ich euch jetzt gezeigt habe, arbeiten. Alternativ, wenn ihr zum Beispiel ein schönes Bild daheim habt, wo ihr wisst, dass es
zu keinen Komplikationen kommt mit Rechten, wo es zum Beispiel euch gehört, oder wenn ihr zum Beispiel ein schönes Landschaftsfoto habt aus der Natur, das könnt ihr zum Beispiel auch benutzen. Also die Möglichkeiten sind da wirklich sehr, sehr enorm. Wichtig ist halt wirklich, dass man eine gute Vorlage hat zum Arbeiten. Also ich finde persönlich ganz gut, als Vorlage eignen sich in der Regel immer gut entweder so Landschaftsbilder zum Beispiel, oder wenn man zum Beispiel auch so gewisse Templates, das kann ich euch auch zeigen, zum Beispiel Template. Ich hoffe, sie haben das hier, wie ich es vorgestellt habe. Oder alternativ können wir das auch hier bei Pixabay mal suchen. Template. Genau, zum Beispiel hier dieser goldene Hintergrund, den können wir zum Beispiel auch als Vorlage, als Grundgerüst können wir das zum Beispiel auch nutzen für unseren NFT. Ansonsten hier oder diese Federn, also die Möglichkeiten sind da wirklich enorm, also tobt euch da wirklich aus, also könnt euch da wirklich austoben. Also die Möglichkeiten wirklich, wie ihr seht, sind da enorm, und dann einfach herunterladen, dann uploaden bei Canva und dann habt ihr eure Vorlage. Es gibt natürlich noch sehr viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel können wir auch statt konkrete Landschaften, können wir stattdessen auch durch mit Charakteren arbeiten. Aber dazu machen wir dann ein anderes Video separat. Heute konzentrieren wir uns jetzt auf hier so eine Art von NFTs. So, jetzt machen wir weiter mit dem NFT und wie man NFT erstellt bzw. designt. Da haben wir jetzt sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. So, dazu gehen wir jetzt erstmal einmal auf Elemente. Was ich zum Beispiel gerne mache, ich arbeite gerne mit sogenannten Rahmen. Das zeige ich euch jetzt einmal. Also da haben wir wirklich sehr viele Möglichkeiten. Ich nehme zum Beispiel Rahmen N. Und dann nehme ich hier einmal das N. Dann können wir das einmal anpassen. Soll jetzt nicht zu groß werden. So, als nächstes geben wir ein F. Und dann will ich noch ein T haben. Ein T. Der Buchstabe T. T. Buchstabe, vielleicht finden wir da eher etwas, oder am besten einfach Rahmen, und dann suchen wir uns das mal kurz raus. Da haben wir ein O, ein A, S, genau, da haben wir es hier, ein T. So, dann machen wir die hier ein bisschen größer zum Beispiel. So, jetzt wo wir das haben, jetzt können wir experimentieren, Freunde. Dazu geben wir einmal ein Background Arts. Genau, hier sehen wir dann wieder ganz unterschiedliche Designs. Dann können wir hier einfach ein Design zum Beispiel nehmen und es hier reinziehen. Und wie wir hier sehen können, hat sich dann unser Rahmen dementsprechend hier angepasst. Und hier haben wir dann ein schön designtes N, meine Freunde.
Das können wir, das gleiche Spiel machen wir dann einmal mit F und einmal mit T. So, dann suchen wir uns mal was Schönes raus. Können wir zum Beispiel das hier nehmen. Oder nehmen wir lieber das. Genau, dann haben wir auch einen schön designten F. So, dann bleibt uns noch T. Dazu nehmen wir jetzt auch noch eine schöne Farbe. Also da haben wir wirklich die Qual der Wahl. Also im Prinzip können wir da alles nehmen. Zum Beispiel hier. Wobei beim F will ich dann doch lieber was anderes nehmen. Beim F nehme ich dann eine andere Farbe. Ja, wir könnten stattdessen auch so schönes, so ein Pink nehmen. Genau, sieht dann auch schön kunterbunt aus. Dann können wir hier, dann können wir die N, die F und das T können wir uns so gestalten, wie wir es gerade so wollen. Können wir größer machen, kleiner machen. Einfach experimentieren, bis wir dann die gewünschte Größe haben. Genau, da haben wir dann NFT. So, jetzt können wir aber noch weitere interessante Spielchen machen. Gehen wir dazu noch einmal auf Rahmen zum Beispiel. Rahmen. Da gibt es wieder sehr viele Möglichkeiten, was wir nehmen können. Wir können zum Beispiel so ein Dreieck nehmen. Zum Beispiel, ja, können das drehen, wie wir das wollen. Dann haben wir eine schöne Pyramide. Und das können wir dann auch anpassen, wie wir das, so wie wir das möchten. Und alternativ können wir auch hier zum Beispiel so einen kleinen Rahmen in die Ecke machen. Was wir noch machen können, das zeige ich euch auch. Da gehen wir einmal ein Art. So, und jetzt wird es spannend. Genau, da können wir zum Beispiel das hier nehmen als sozusagen Design, Hintergrund. Oder wir können uns auch für was anderes entscheiden. Das bleibt dann jeweils uns überlassen. Zum Beispiel für die Pyramide. Könnte man sowas nehmen? So, genau, das wollte ich auch noch mal zeigen. Also hier zum Beispiel diese Kunstschnipsel, die kann man auch immer wieder gut nehmen. Das können wir dann einmal so drehen. So, das sieht dann auch noch mal ein bisschen schön eleganter aus. Na, dann könnten wir das zum Beispiel so abrunden oder wir können es auch weglassen. Das bleibt uns überlassen. Wie gesagt, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, also können wir da wirklich experimentieren oder wir können einfach sagen, wir nehmen für die Pyramide zum Beispiel hier sowas. Auch eine Möglichkeit. Also wichtig ist da wirklich, es muss uns dann auch
am Ende wirklich persönlich dann gefallen und zusagen. So, aber was ich jetzt noch mit euch machen will, das zeige ich euch jetzt auch noch mal kurz. Ich will da gerne noch etwas einbauen, was mit Bitcoin, Ethereum zu tun hat. Deswegen gehen wir einmal ein Bitcoin. So, dann können wir zum Beispiel so ein schönes Bitcoin-Bild nehmen. Gehen wir mal ein Bitcoin, Ethereum. Na hier, das ist auch, das hat auch was Schönes mit Bitcoin. Hier, das hat auch etwas Interessantes an sich mit dem hier Bitcoin-Diagramm. Oder hier, das hat auch, ist auch sehr interessant. Also wir haben da wirklich die Qual der Wahl. Also mir persönlich, muss ich sagen, gefällt das ja am meisten. Also ich schwanke gerade zwischen den beiden hier. Und ich entscheide mich dann einfach hier für dieses Bild. So, und hier habe ich dann eine schöne Bitcoin-Pyramide. So, dann. So, aber ich will jetzt noch nach Ethereum suchen. Ethereum. Da können wir dann auch so lange suchen, bis wir dann das passende Bild haben, was uns persönlich zusagt. Hier, das ist zum Beispiel, hat auch etwas. Das könnte man zum Beispiel nutzen. In dem Fall passt es allerdings weniger. Ich suche mal bei Krypto. Genau, das ist zum Beispiel auch gut, ganz gut hier. Da haben wir Bitcoin, Ethereum, Ripple. Oder was ich auch gut finde, zum Beispiel hier diese Hand. Die ist zum Beispiel auch ganz gut. Genau, die gefällt mir gut, die nehmen wir jetzt.
So, dann können wir das zum Beispiel so in die, so an die Ecke so platzieren. So, dann können wir hier noch so Pyramide gefällt mir persönlich weniger, deswegen entfernen wir sie einmal. So, dann können wir die Kurse beliebig anpassen. So, das können wir dann natürlich je nachdem so anpassen, wie wir uns das wünschen und wie wir das wollen. Ganz bei uns. Oder hier, das ist zum Beispiel auch schön, das können wir auch nehmen. Dann können wir das zum Beispiel eine Ebene nach hinten verschieben. Dann haben wir das nämlich auch so schön als so Hintergrund. So, da können wir dann zum Beispiel auch die Farbe anpassen. Hier zum Beispiel was Goldenes. Mal rückgängig. So, dann füge ich das. Dann fügen wir das hier weiter oben hinzu. So, dann drehen wir das vorher in dem entsprechend. Also wie wir sehen, also es ist auch sehr viel Geduldsspiel, bis dann auch wirklich alles so sitzt, wie man das, sich das vorstellt und so wie, also so lange müssen wir dann auch ein bisschen so herumspielen, herumexperimentieren, bis es dann auch wirklich unseren Vorstellungen entspricht. Seid auch nicht frustriert, wenn alles dann nicht direkt so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Also es braucht definitiv etwas Zeit und Geduld, das gehört definitiv auch immer dazu, meine lieben Freunde. So, ich mache an dieser Stelle kurz eine Pause, bis ich das richtig platziert habe. Und dann geht's weiter mit dem Video. So, auch ganz wichtig an dieser Stelle, also bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich euch noch mal kurz etwas zeigen. Dazu rufen wir einmal kurz MetaMask auf. MetaMask.
So, und jetzt brauchen wir unseren Account. Account. Account Details. Und dann macht einmal einen Screenshot hier von eurem QR-Code. Ganz wichtig. Also Screenshot könnt ihr machen am PC mit der Alt-Taste und mit der Drucktaste. Beziehungsweise mit Windows und Drucktaste. Wenn ihr das macht, dann ladet das auf, dann macht Screenshot, dann ladet das herunter und dann können wir das bei Canva hochladen. Das habe ich jetzt schon gemacht. Und natürlich am Anfang, was auch ganz wichtig, was ihr dann machen könnt, einfach die Hintergründe entfernen. Das können wir dann ganz leicht machen mit Bild bearbeiten und dann Hintergrundentferner. Und dann habt ihr dann im Prinzip einfach nur den QR-Code ohne den ganzen Hintergrund. Und alles andere, was ihr nicht mehr braucht, das könnt ihr dann dementsprechend auch rausschneiden. So, jetzt haben wir das auch bereits und da müssen wir dann auch nicht dementsprechend nichts mehr machen. Und dann können wir im Prinzip mit dem QR-Code spielen. Das können wir zum Beispiel hierhin einfügen oder hierhin. Ich würde es natürlich gerne hier hin einfügen. So, natürlich kann es sein, dass es ein paar Anläufe braucht, aber das ist auch in Ordnung. Das gehört auch dazu. So, dann schieben wir das einmal so nach oben. Also wie ihr seht, man muss wirklich ausprobieren, bis man wirklich alles so hat, wie man es sich vorstellt. So, genau, also wie ihr jetzt weiter vorgeht, das bleibt natürlich euch überlassen. Also ich könnte es zum Beispiel so lassen oder umändern, andere es anders bearbeiten, andere Motive hinzufügen. Wenn wir dann fertig sind, dann gehen wir auf Download. So, Download. Und wir wählen aus PNG hochwertiges Bild. Hier können wir nochmal die Größe bestimmen. Ich habe in dem Fall 450 x 400 Pixel. Das ist in Ordnung, das kann man so lassen. Und natürlich, wenn mehrere Seiten geöffnet sind, kann man alle Seiten wählen. Aber wir wollen jetzt natürlich nur die Seite 3. Das ist nämlich hier, die hier. Und dann können wir einfach unser Bild downloaden. Das dauert natürlich erstmal ein paar Minütchen. So, und das war's. Damit hätten wir unseren NFT, wie man das erstellt, hätten wir abgeschlossen. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr euer NFT hochladen könnt und hochladet. Dazu gehen wir einmal auf Rarible, was ich euch ganz am Anfang des Videos gezeigt habe, rarible.com. So. Und wenn wir uns noch nicht eingeloggt haben, dann können wir uns, wie ich ja schon am Anfang des Videos gezeigt habe, mit MetaMask einloggen. In dem Fall bin ich schon eingeloggt. Und dann gehen wir einmal auf Create. Create. Choose Blockchain, wir wählen Ethereum. Genau, jetzt können wir uns aussuchen, ob wir eben im Prinzip nur ein einziges NFT ausstellen oder eben
Multiple. Und wir wählen jetzt einfach mal Single aus. Und dann können wir unser NFT, was wir heruntergeladen haben, können wir dann einfach auswählen. Genau, dann können wir zum Beispiel hier entweder einen fixen Preis wählen oder wir können zum Beispiel Open for Bids oder eine Auktion. Also sehr empfehlenswert, gerade für den Anfang ist entweder Auktion oder Open for Bids. So, dann Choose Collection, dann wählen wir einmal Rarible als Collection. Und jetzt werde ich euch erklären, warum ich Rarible empfehle, gerade für den Anfang, denn hier bei Rarible gibt es das sogenannte Free Minting. Und zwar die Käufer an sich kommen sozusagen für die Gas Fee. Also es gibt immer ein sogenanntes Gas Fee. Normalerweise, wenn ihr ein Bild hochladet, wenn ihr ein NFT hochladet, aber in dem Fall bei Free Minting übernimmt das dann der Käufer. Das heißt, ihr müsst dann nicht extra nochmal Gas Fee drauf zahlen. Dann können wir unser NFT benennen. So, das bleibt natürlich wieder uns überlassen. NFT Collection Forest. Und alternativ haben wir auch die Möglichkeit, es zu beschreiben, und da sollten wir natürlich auch dementsprechend beschreiben, so gut es geht. This is a tutorial NFT from my YouTube video. Und bedenkt auch immer Folgendes, also Description und Beschreibung können wir jederzeit überarbeiten. So, das werde ich dann auch mit meinem YouTube Video verlinken und dann die Beschreibung auch nochmal anpassen. Und jetzt wird es interessant, hier Royalties. Das heißt, wenn jemand euer NFT-Kunstwerk kauft und dann weiterverkauft, dann bekommt ihr auch immer passives Einkommen. Also in dem Fall bekommt ihr immer 10% von dem, was der Verkäufer sozusagen weiterverkauft. Wir können zum Beispiel auch sagen, nee, wir wollen keine 10%, sondern 20%. Und dann können wir einfach auf Create Item gehen. So, und das wäre es im Grunde auch schon. Dann wird es einmal hochgeladen, gemintet und dann wird es direkt gestartet. So, natürlich bekommt man immer eine Benachrichtigung. Und hier müssen wir dann einmal sozusagen unterschreiben. Also bestätigen, dass wir das auch wirklich wollen. Dann eben nochmal unterschreiben. So. Und das wäre es auch schon. Dann können wir uns das einmal ansehen. So. Und somit hätten wir unser erstes NFT erstellt. So. Also ich zeige euch dann nochmal meine anderen NFTs, die ich erstellt habe, zum Beispiel hier habe ich auch ein NFT im Prinzip auf eine ähnliche Art und Weise erstellt, wie man das hier sehen kann. Und das ist auch das, was ich gemeint habe, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, Freunde. Also auf dasselbe Prinzip, hier habe ich dann im Prinzip als Rahmen noch einen schönen Hintergrund sozusagen verwendet. Hier die Hand, die haben wir auch schon verwendet. Und dann die Buchstaben NFT. Da habe ich dann ein bisschen so
Danach habe ich dann die Chameleons benutzt, verwendet und natürlich den QR-Code. Also da könnt ihr euch dann wirklich frei austoben. Also eure Kreativität sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. Und wenn ihr dann weiter fleißig rumexperimentiert, dann gelingen euch dann auch wirklich dann spezielle NFTs. Die zeige ich euch auch dann nochmal. Zum Beispiel habe ich jetzt eine eigene Kollektion erstellt. Hier zum Beispiel einmal, das ist Meet Your Dragon Collection. Also da habe ich dann verschiedene Drachenkarten sozusagen erstellt. Hier mit einer kleinen Animation. Da sieht man zum Beispiel auch die Flammen. Und wie wir das machen können, dazu werde ich dann, wenn ihr wollt, mache ich dazu dann auch noch mal ein Video. Könnt ihr euch dann auch gerne noch mal anschauen. Und ansonsten, das war es jetzt erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ah, genau, bevor ich das vergesse, will ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Ich zeige euch jetzt noch eine Kleinigkeit und dann wären wir auch schon fürs Erste am Ende angekommen mit unserem Video. So, und wie versprochen, habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar hier eine ganz neue Kollektion, das will ich euch auch nochmal kurz zeigen. Meteor Heart Lebensenergie. Also das habe ich relativ neu erstellt, extra für euch. Und zwar, wenn ihr euch sagt oder wenn ihr sagt jetzt, okay, ich will jetzt mir nicht die Mühe machen, jetzt extra ein NFT zu erstellen, oder ich will, ja, oder ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue, dann habe ich für euch eine Lösung. Dann könnt ihr euch gerne hier einmal diese Kollektion, die könnt ihr euch gerne von mir anschauen, und ihr könnt sie zu einem sehr günstigen Preis von 0,041 Ethereum könnt ihr sie holen. Also das kostet umgerechnet um die 100, 120 €, aber ich finde, gerade für den Aufwand, den ich auch für das Entwerfen und für das Erstellen dieses NFTs, sage ich mal, auf mich genommen habe, ist es relativ günstig, und im Vergleich zu dem, wie viel NFTs sonst so kosten auf dem Markt, das ist definitiv guter Preis. Und das Gute ist, ihr könnt sie dann auch wesentlich teurer weiterverkaufen. Also ihr könnt sie für 200 € oder 2000 €, könnt sie beliebig weiterverkaufen, so wie ihr das möchtet und so wie es euch gefällt. Das ist wirklich das Gute daran. So, genau. Und damit wäre mein NFT-Video für heute abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne Daumen hoch da und lasst gerne ein Like da. Und das nächste Mal werde ich mit euch genauer durchgehen und anschauen, wie man NFTs vermarktet. Einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend wünsche ich euer Köpplerabbit. Ciao, bis zum nächsten Video.